ist auch völlig egal, ob es dann alles sein wird, was man erfährt oder empfindet, oder ob da nichts mehr sich erfahren kann oder empfinden kann, weil nichts mehr da ist, was Erfahrung und Empfindung möglich macht. Denn in der Konsequenz kommt es darauf im Gleichen hinaus. Alles oder nichts ist schließlich das Gleiche.